Tiberius Caesar Augustus war der zweite römische Kaiser. Seine Regierungszeit dauerte von 14 bis 37 nach Christus. Tiberius wird gewöhnlich als rätselhaft und dunkel, intelligent und gerissen beschrieben. Er litt jedoch unter schweren Depressionen und düsteren Stimmungen, die sich stark auf seine politische Karriere auswirkten. Seine 23-jährige Regierungszeit als Kaiser gilt als der Beginn einer dunklen Periode in der römischen Geschichte. Tiberius war der Adoptivsohn von Caesar Augustus, dem ersten römischen Kaiser. Er strebte jedoch nie danach, in die Fußstapfen seines Stiefvaters zu treten. Dafür sorgte seine Mutter Livia, die historischen Aufzeichnungen zufolge sehr kontrollierend und autoritär war. Schon bald nach seiner Geburt war Tiberius für eine öffentliche Karriere bestimmt. Denn seine Eltern entstammten dem Geschlecht der Claudia, einem der bedeutendsten Patrizierhäuser des antiken Roms, das über viele Generationen hinweg die Führung der Römischen Republik stellte. Als Tiberius 4 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden und seine Mutter heiratete Octavian. Auf diese Weise wurde der kleine Tiberius zum Stiefsohn des zukünftigen Herrschers der römischen Welt. Während Tiberius' Kindheit wurde das alte republikanische System, das vom Senat und den Magistraten geführt wurde, endgültig gestürzt. Es wurde durch eine Autokratie ersetzt, in der der fähige und ehrgeizige Octavian zum Kaiser gewählt wurde. Tiberius entwickelte sich zu einem großen, starken Mann, der in Redekunst ausgebildet war und als Anwalt Rechtsstreitigkeiten gewann. Obwohl er von Augustus als sein Nachfolger aufgebaut wurde, war Tiberius die vierte Wahl nach Agrippa, dem Ehemann von Julia, Augustus' einziger Tochter, und den Söhnen Gaius und Lucius. Sie alle starben jedoch plötzlich, sodass nur Tiberius als Kandidat übrig blieb. Tiberius wurde schnell mit einem militärischen Kommando betraut und erwies sich als brillanter General. Er eroberte das Bergland von Rätien in der heutigen Schweiz. Später eroberte er große Teile Pannoniens und Illyriens, wo er auf große Barbarenheere traf. Tiberius startete auch eine Offensive an der Donau und besiegte den germanischen Stamm der Markomannen. Er kehrte nach Rom zurück und wurde zum zweiten Mal Konsul. Außerdem erhielt er die Kontrolle über die römischen Provinzen im Osten. Trotz dieser Erfolge war Tiberius nicht zufrieden. Der Grund für Tiberius' Unzufriedenheit war seine erzwungene Scheidung. Er war mit Vipsania Agrippina verheiratet und obwohl sie eine glückliche Ehe führten, ordnete Augustus nach dem Tod von Vipsanias Vater, der mit Julia, der Tochter des Augustus, verheiratet war, die Scheidung der beiden an. Obwohl Tiberius mit Vipsania zusammenbleiben wollte und Julia wegen ihrer angeblichen Untreue verachtete, ordnete Augustus die Heirat mit Julia an, um Tiberius' wachsende Macht an die julianische Familie zu binden. Im Jahr 2 nach Christus wurde Tiberius' unglückliche Ehe mit Julia annulliert. Und auf Befehl ihres Vaters, Kaiser Augustus, wurde sie ins Exil geschickt, angeblich wegen Ehebruchs. Höchstwahrscheinlich lag dies jedoch an der tiefen Abneigung, die Tiberius ihr entgegenbrachte. Nach dem Tod der beiden offensichtlichen Erben Gaius und Lucius, die beide bei Feldzügen einer Krankheit zum Opfer fielen, erkannte Augustus Tiberius als seinen Nachfolger an. Im Jahr 4 nach Christus adoptierte Augustus Tiberius offiziell und fügte die Worte hinzu: „Ich tue dies aus Gründen der Staatsräson." Diese Worte zeigen, dass Augustus Tiberius nicht zu seinem Nachfolger machen wollte. Und auch Tiberius schien nicht den Willen zu haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Er war bereits über 40 Jahre alt, als er schließlich adoptiert wurde, was in der römischen Politik der Antike üblich war. Als Augustus am 19. August 14 nach Christus starb, wurde Tiberius' Position festgelegt. Nach so vielen Jahren, in denen er unter den Befehlen seines Stiefvaters gelebt hatte, übernahm Tiberius schließlich den Mantel der Macht. Nachdem Augustus begraben und vergöttlicht worden war, wurde sein Testament verlesen und gewürdigt. Am 18. September trat der Senat zusammen, um Tiberius' neue Herrschaft als Kaiser einzuweihen. In den Berichten jener Zeit heißt es, dass Tiberius vor dem Senat auf verschiedene Machtbefugnisse und Titel verzichtete. Vielleicht wollte Tiberius das Verhalten von Augustus bei seinem Aufstieg zur Macht nachahmen und versuchte, sich als bescheidene und wenig ehrgeizige Person auszugeben. Doch am Ende glückte ihm die Vorstellung nicht. Er erklärte, er sei zu alt für die Lasten des Staatswesens und wolle das Amt des Kaisers nicht. Schließlich akzeptierte Tiberius die Befugnisse, die ihm übertragen wurden. Seine ersten Jahre als Kaiser verliefen gut.
Nach seinem Amtsantritt mied er einen Großteil des Prunks und respektierte die Autorität des Senats. Von einigen als geizig, von anderen als bescheiden angesehen, initiierte er viele öffentliche Bauvorhaben, die nicht vollendet wurden. Die Herrschaft des zweiten Kaisers respektierte das kaiserliche System und sorgte für dessen Akzeptanz bei den meisten lokalen Eliten. Alles änderte sich, als Germanicus, der Adoptivsohn des Tiberius, starb. Der Kaiser hatte Germanicus zu den Feldzügen im Osten geschickt, wo der junge General wichtige Siege errang. Auch in den östlichen Provinzen geriet Germanicus in Konflikt mit dem römischen Statthalter von Syrien, Gnaeus Calpurnius Piso. Während des Streits erkrankte Germanicus in Antiochia und starb 19 nach Christus im Alter von nur 33 Jahren. Sein Tod wurde auf eine Vergiftung zurückgeführt, was jedoch nie bewiesen wurde. Als berühmter Feldherr war Germanicus äußerst beliebt und galt als idealer Erbe des Reiches. Calpurnius Piso, der einst als persönlicher Freund des Tiberius galt, wurde beschuldigt, der Drahtzieher hinter der Vergiftung des Germanicus zu sein. Er wurde nach Rom vorgeladen, um sich vor Gericht zu verantworten. Und trotz seiner Appelle an den Kaiser wurde er zum Selbstmord gezwungen. Der Tod des Germanicus veränderte die Persönlichkeit des Tiberius, der immer grausamer und misstrauischer wurde. Tiberius ordnete die Inhaftierung, Folterung und Hinrichtung vieler Adliger an, die der Verschwörung gegen seine Regierung beschuldigt wurden. Sein Ruf als rücksichtsloser Tyrann machte ihn bei der römischen Bevölkerung unpopulär. Es kamen immer mehr Gerüchte auf, dass Tiberius ein geheimes Leben führte, mit Feiern voller Alkohol und Verdorbenheit. Im Laufe der Zeit zeigte Tiberius immer weniger Interesse am politischen Leben und unternahm jährliche Ausflüge in die süditalienische Region Kampanien. Um 26 nach Christus hatte Tiberius genug. Der Kaiser, der der Hauptstadt und ihren ständigen Intrigen fast immer lieber fernblieb, zog sich in seine Villa auf der Insel Capri zurück und kehrte nie wieder nach Rom zurück. Die Regierung ging an Lucius Aelius Sejanus über, den Kommandanten der Prätorianergarde. Die Macht stieg Sejanus schnell zu Kopf. Er begann, seine Autorität zu missbrauchen und benahm sich manchmal wie der echte Kaiser. Doch er machte einen fatalen Fehler. Er beschuldigte die beiden unmittelbaren Thronfolger, Nero Caesar und Drusus Caesar, einen Verrat gegen Tiberius zu planen. Nero Caesar wurde auf eine Insel verbannt und zum Selbstmord verurteilt. Drusus wurde im Keller des kaiserlichen Palastes eingekerkert, wo er verhungerte. Tiberius mag sich auf die Insel zurückgezogen haben, weil er Politik und Intrigen nicht mochte. Aber er konnte seine Macht rücksichtslos ausüben, wenn es darauf ankam. Er verfasste einen Brief, in dem er die sofortige Verhaftung und Hinrichtung von Sejanus anordnete, der daraufhin während einer Senatssitzung verhaftet und kurzerhand hingerichtet wurde. Sein Leichnam wurde durch die Straßen geschleift und in den Tiber geworfen. Seine Familie und viele seiner Anhänger erlitten ein ähnliches Schicksal. Um weitere politische Intrigen in seiner Nachfolge zu vermeiden, verfasste Tiberius sein Testament und bestimmte den 24-jährigen Gaius Iulius zum Haupterben. Gaius Iulius war der jüngste Sohn des verstorbenen Germanicus, des Adoptivkindes des Kaisers Tiberius. Dies war vielleicht die schlimmste Entscheidung in Tiberius' Leben. Zu seinem Unglück und dem des römischen Volkes erwies sich Gaius Iulius als extravaganter, grausamer und perverser Charakter, der während seiner Herrschaft besser bekannt wurde unter dem Namen Caligula. Tiberius starb am 16. März 37 nach Christus, Monate vor seinem 78. Geburtstag. Um Tiberius' Tod ranken sich viele Geheimnisse und Gerüchte, darunter auch die Hypothese, dass der Kaiser von Caligula vergiftet wurde, verhungert ist oder vom Präfekten der Prätorianergarde Nevius Sutorius Macro mit einem Kissen erstickt wurde. Tiberius wurde später als dunkler, zurückgezogener und düsterer Herrscher in Erinnerung behalten. Jemand, der dieses Amt nie anstrebte. Der römische Schriftsteller und Historiker Plinius der Ältere bezeichnete den verstorbenen Tiberius als den traurigsten aller Menschen. Tiberius war zu seiner Zeit nicht sehr beliebt. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass er einer der wichtigsten militärischen Befehlshaber in einer kritischen Zeit war. Tiberius baute das Reich aus und trug viele Jahrzehnte lang zum Schutz der Grenzen bei. Als zweiter Kaiser stärkte er das kaiserliche Amt erheblich, förderte den Kaiserkult und sorgte für die Unterordnung der Senatoren. Er erhöhte die Sicherheit,
der zukünftigen römischen Kaiser.